Meine Damen und Herren, 14.30 Uhr. Wir machen weiter in der Beratung unserer Tagesordnung. Öffne die Sitzung wieder. Teile zunächst mit, bevor wir zum Punkt 69 kommen, dass noch eingegangen verteilt ist dringlicher Antrag der Fraktion der AfD. CO2-Gehalt und Erdtemperatur entkoppeln sich. Hessen braucht eine Klimadebatte und muss Klimaschutzmaßnahmen auf den Prüfstand stellen. Das ist die Drucksache 20-5617. Dringlichkeit wird allseits bejaht. Dann ist dies Top 106. Wenn niemand widerspricht, können wir dies nach dem Tagesordnungspunkt 90 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufrufen und ohne Aussprache abstimmen. Machen wir so, jawohl. Dann haben wir noch einen weiteren dringlichen Antrag der AfD, entschiedene Absage an diffamierende Tendenzen im Zusammenhang mit der Pandemie. Meinungsfreiheit muss gewahrt und geschützt werden. Drucksache 20-5618. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 107. Und wir können dies mit dem Tagesordnungspunkt 89 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufrufen und ohne Aussprache danach abstimmen. Keine Bedenken, dann wird dies so gemacht. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 69. Antrag Wolfgang Decker, Lisa Gnadl, Ulrike Alex und so weiter und so fort. Drucksache 20-5543. Solidarisch durch die Krise für Ehre, faire Arbeit und fairen Lohn. Gemeinsam mit 105. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Corona in der Arbeitswelt, Solidarität, Gesundheit, Zusammenhalt. Drucksache 20-5614. 10 Minuten haben wir vereinbart. Das beginnt der Kollege Wolfgang Decke, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Wolfgang. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pandemie ist nicht nur gefährlich für unsere Gesundheit, sie hat auch leider das Potenzial, unsere Gesellschaft zu verunsichern und zu spalten. Wir spüren das unter anderem an den endlosen Diskussionen, die jedes Mal dann ausbrechen, wenn neue Maßnahmen ergriffen werden. Aktuelles Beispiel ist die Bundesnotbremse und die nächtliche Ausgangssperre. Ich will das gar nicht verfassungsrechtlich bewerten, meine Damen und Herren. Das muss das Bundesverfassungsgericht tun. Meine Fraktion und mich treibt allerdings die Frage um, weniger die Frage um, ob man zur mitternächtlichen Stunde noch spazieren gehen kann oder joggen gehen kann oder nicht. Uns treibt vielmehr die Frage um, wie wir die Zahl der Infizierten und vor allen Dingen die Zahl der Toten schnellstmöglich zurückdrängen, wie wir den Gesundheitsschutz weiter verbessern können und wie wir, meine Damen und Herren, Millionen von beschäftigten Menschen vor krisenbedingten Arbeitsplatzverlust und vor Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lohnbedingungen schützen können. Denn während die einen über das nahende Ende der Demokratie und Selbstbestimmung debattieren und fabulieren, fürchten andere das Ende des Monats, weil sie nicht wissen, ob ihr Betrieb und ihr Arbeitsplatz im nächsten Monat noch sicher sind und weil sie nicht wissen, wie lange sie mit weniger Lohn in der Tasche noch über die Runden kommen sollen, meine Damen und Herren. Nicht wenige haben ihren Arbeitsplatz bereits verloren. Nicht wenige Betriebe der besonders betroffenen Branchen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Dabei denken wir natürlich auch an die zahllosen Soloselbstständigen. Es ist deshalb an der Zeit, meine Damen und Herren, die Diskussion wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und uns den brennenden Problemen und Gefahren der Pandemie zuzuwenden. Und dazu zählt zweifellos und gerade auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Denn die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und unsere Wirtschaft auf eine harte Bewährungsprobe. Wir wissen das alles. Die Krise lässt sich aber nur gemeinsam und solidarisch überwinden. Und dabei ist uns eines völlig klar. Gemeinsam müssen wir einer drohenden Spaltung der Gesellschaft und einer Spaltung des Arbeitsmarkts im Windschatten der Pandemie entgegenwirken, mit aller Klarheit und Deutlichkeit. Und genau deshalb fordern wir als SPD-Fraktion, neben dem Schutz der Gesundheit müssen Beschäftigung, faire Arbeitsbedingungen und eine faire Entlohnung während und vor allen Dingen auch nach der Krise der Maßstab für den Arbeitsmarkt sein und bleiben. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch Arbeitsminister Heil zitieren, der kürzlich sehr treffend formuliert hat: Es geht darum anzuerkennen, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft hat und gebraucht wird, denn eine gespaltene Gesellschaft ist eine schwache Gesellschaft. Sie ist anfälliger für Populismus, für Blockaden, für Konflikte und Gewalt.
Sie kann mit Krisen schlecht umgehen und mit Katastrophen erst recht nicht. Zusammenhalt hingegen bedeutet Zukunftsfähigkeit. Ja, meine Damen und Herren, und genau darum geht es uns auch heute in diesem Antrag. Weil man in der Tat erkennen muss, wie die Pandemie sehr massiv droht, die Bedeutung von Wert, Würde und Wandel der Arbeit zu verändern. Und genau deshalb, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, genau deshalb ist Solidarität, Respekt und Wertschätzung in der Arbeitswelt gerade jetzt eine herausragende Rolle, meine Damen und Herren, und diese Rolle müssen wir alle gemeinsam übernehmen. Und auch heute sagen wir Ihnen, weil es in der Pandemie wieder so tagesaktuell geworden ist, wir lassen nicht zu, dass Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert. Oder anders gesagt, wir lassen nicht zu, dass die Krise einseitig auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen wird. Wissen Sie, wie notwendig diese Klarstellung geworden ist, macht auch eines erneut deutlich, nämlich dass Arbeitgeberverbände, übrigens auch der VHU, im Windschatten der Pandemie die Rücknahme verschiedener hart erkämpfter Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt fordert oder etliche konservative Wirtschaftspolitiker die Aussetzung oder gar die Absenkung des gesetzlichen Mindestlohnes gefordert haben. Genau das führt Beschäftigung, führt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusehends weiter in eine gespaltene Gesellschaft, in einen gespaltenen Arbeitsmarkt. Und deshalb sagen wir an dieser Stelle ganz entschieden Nein. Und genau deshalb machen wir mit den 19 Punkten unseres Antrags unter anderem deutlich, wie wichtig es ist, dass sich das Land z.B. bei der Unterstützung existenzgefährdender Branchenbetriebe und auch Soloselbstständiger und der damit gefährdeten Arbeitsplätze mit eigenen Mitteln noch stärker als bis jetzt einbringen muss. Sie haben an vielen Stellen nachgebessert. Das konzidieren wir Ihnen. Aber es reicht noch nicht aus. Da muss an der Stelle noch mehr kommen, weil es sich lohnt, in Arbeit und Arbeitsplätze zu investieren, gerade in der Krise. Und aus dem Grund genau machen wir weiter deutlich, wie wichtig und notwendig es ist, dass sich der Landtag und vor allem die Landesregierung stark machen für eine Stärkung und Ausweitung der Tarifbindung, eine weitere Einschränkung der sogenannten sachgrundlosen Befristung, einen Mindestlohn für 12 Euro, der dann erst auskömmlich ist, eine Aufwertung der sozialen Berufe einschließlich angemessener Tariflöhne, ich denke an die Pflege und an die Erziehung, eine volle Gleichberechtigung und Gleichstellung im Berufsleben, die vor allem die Situation von Frauen Rechnung trägt, einschließlich einer verbindlichen Entgeltgleichheit, meine Damen und Herren, die auch kommen muss, und für einen wirksamen Arbeitsschutz, gerade in der Pandemie, für all die nicht im Homeoffice arbeiten können, in der Produktion, im Supermarkt, in der Pflege, bei Polizei und Feuerwehr und an vielen anderen Stellen und für genug Ausbildungsplätze in und nach der Krise, weil es für uns keine verlorene Generation Corona geben darf bei den jungen Menschen. Und schließlich natürlich auch, das haben wir mehrfach gefordert an dieser Stelle, die finanziellen Verbesserungen im Lehrerbereich und im Polizeidienst. Und wenn die 13 Euro hessischer Mindestlohn auch nur noch einen Symbolcharakter haben, aber er hat diesen Symbolcharakter da draußen in die freie Wirtschaft. Ich will nur diese Beispiele für einen fairen Arbeitsmarkt nennen. Wir sind Arbeitsminister Heil und Finanzminister Scholz mehr als nur dankbar, dass sie auch diesen Bereichen so vieles auf den Weg gebracht haben. Und es kann und darf nicht sein, dass das Rad an diesen Stellen wieder zurückgedreht wird. Nein, im Gegenteil, es ist Aufgabe der Politik, in allen Branchen beste Rahmenbedingungen für die arbeitende Bevölkerung zu schaffen und nichts anderes, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Sie finden im Antrag der SPD noch drei weitere Punkte, die keinen weiteren Aufschub dulden. Es geht um den längst im vollen Gang befindlichen Transformations- und Digitalisierungsprozess. Dem muss sich dieses Haus in Zukunft wesentlich stärker widmen als bisher. Und vor allen Dingen muss dies auch endlich die hessische Landesregierung tun, meine Damen und Herren. Diese Prozesse müssen nämlich weite Teile der Wirtschaft und auch des Arbeitsmarktes schon jetzt neben den immensen Auswirkungen der Pandemie schultern und vor allen Dingen auch bewerkstelligen. Es ist der technologische Wandel, der in weiten Teilen, wie wir alle wissen, seine Ursache auch im notwendigen ökologischen Wandel hat. Und auch dabei geht es für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vor allem darum, diesen Wandel sozialverträglich zu gestalten. Das ist unser Anspruch. Es geht darum,
Es geht darum, durch Spitzentechnologie an der Spitze der Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben und gleichzeitig unser Land umweltverträglicher und umweltgerechter zu gestalten. Es geht aber auch darum, in diesen Prozessen die Beschäftigung zu sichern und den beschäftigten Menschen auch in Zukunft Arbeit und Beschäftigung zu geben, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das mal am Transformationsprozess in der Automobilbranche mit seinen Zulieferern deutlich machen und welche Auswirkungen dies auf eine ganze Reihe Regionen haben wird. Wir nehmen einmal das Beispiel Nordhessen mit seinem VW-Werk und dem Daimler-Achswerk. Unterstellt man bis zum Ende des Jahrzehnts, dass durch die Prozesse etwa rund 5.000 bis 6.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Und diese Zahl ist nicht unrealistisch. Und berücksichtigt man den wissenschaftlichen Multiplikationsfaktor 2,4, dann bedeutet das einen Verlust von über 12.000 Arbeitsplätzen. Und der Kaufkraftverlust allein in dieser Region umfasst dann mehrere hundert Millionen Euro, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob das jedem in diesem Hause schon klar war. Und Gleiches dürfte sich im Umfeld von Opel im Bereich Rüsselsheim und Südhessen vollziehen, meine Damen und Herren. Nun wird es in großen Konzernen nicht zu sozialverträglichen, sozialverträglichen und altersstrukturellen Ausscheidungs der betroffenen Mitarbeiter in den Betrieben kommen. Aber bei Conti sieht das schon anders aus, wie wir aus den aktuellen Arbeitskämpfen, ich denke jetzt an das Stichwort Carben sehen, ganz anders aussehen, meine Damen und Herren. Die Arbeitsplätze aber sind für die nachfolgenden Generationen, dort, wo sie weggefallen sind, nicht mehr da. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und deswegen sind berufliche Weiterbildung einerseits und alternative Beschäftigung in anderen Bereichen notwendig und müssen dafür auch geschaffen werden, meine Damen und Herren. Da ist Kreativität, aber vor allem der politische Mut und der politische Wille zum schnellen Handeln unabdingbar. Und es ist hohe Zeit dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb, genau deshalb fordern wir die Landesregierung auf, jetzt endlich mit hoher Priorität tätig zu werden und die betroffenen hessischen Unternehmen und ihren Beschäftigten in diesen schwierigen Prozessen zu unterstützen, um vor allen Dingen zu fördern. Herr Präsident, ich will schließen mit einer sehr treffenden Wegbeschreibung der SPD unter dem Titel Arbeitsmarkt 21. Jahrhundert. Wir sind als Gesellschaft herausgefordert, im Wandel zusammenzuhalten, und das gelingt nicht, wenn sich die einen um das Ende der Welt sorgen und die anderen hier auch an dieser Stelle wieder um das Ende des Monats. Letztendlich sitzen wir alle in einem Boot, denn auch der Facharbeiter und die Facharbeiterin in der Autoindustrie wünschen sich eine Zukunft für ihre Kinder. Und auch die Fridays for Futures Demonstrantinnen wollen gute und sichere Arbeitsplätze haben. Ein sehr weiser Satz, und ich füge hinzu, auch die Politik und die Regierenden sitzen mit hoher Verantwortung mit in diesem Boot, meine Damen und Herren. Letzter Satz, Herr Präsident. Dies, meine Damen und Herren, sind unsere sozialdemokratischen Botschaften und Forderungen zum Tag der Arbeit, aber sie gelten über den Tag hinaus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Wolfgang Decke. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Beschle-Scholz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich mich mit dem Antrag der SPD zu ihrem Setzpunkt beschäftige, möchte ich mich bei dem Kollegen Wolfgang Decker für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Ich habe gelesen, dass Sie, danke schön, Ihr Mandat niederlegen werden. Das bedauere ich. Auch wenn wir in der Sache noch so verschiedener Meinung waren, habe ich Sie immer als menschlichen und sehr sympathischen Kollegen erlebt. Mir war es immer eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und in der Sache konstruktiv zu streiten. Sie waren stets sachlich, und ich hoffe, dass wir uns auch in Zukunft bei der einen oder anderen Gelegenheit im Landtag wiedersehen werden, und wünsche Ihnen auch, denke ich, im Namen unserer Fraktion und des Sozialarbeitskreises der CDU alles Gute für Ihre Zukunft. Aber nun zu den Anträgen des Setzpunktes.
Das Coronavirus hat uns im Griff. Unser Alltag wird von ihm bestimmt. Unsere Sitzungen beginnen mit einem Corona-Test, und Corona steht mehr als nur einmal auf der Tagesordnung. Ein Jahr Corona verändert natürlich auch die Arbeitswelt nachhaltig, und viele Einzelbereiche müssen neu betrachtet werden. Vor einem Jahr war Homeoffice oder mobile Arbeit noch selten. Derzeit ist es fast die Regel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss neu definiert werden. Es darf kein Rollback in alte Verhaltensmuster geben. Und auch das Auskommen mit dem Gehalt in Kurzarbeit ist wichtiger denn je. Das war sicherlich Ihre Motivation für den Antrag zum Setzpunkt. Ein weiterer sicherlich die nahende Bundestagswahl. Und wir haben es ja gehört, das Lob für Minister Heil und für Minister Scholz. Als ich mich jedoch mit dem Antrag auseinandergesetzt habe, konnte ich feststellen, dass Sie bei der Formulierung des Antrages wohl ein Problem hatten. Sie wollten sicherlich eigentlich die Landesregierung für ihre Arbeit bei der Bewältigung der Corona-Situation danken und haben es lediglich nicht geschafft, dies in entsprechende Worte zu kleiden. Gerne geben wir dabei Hilfestellung und haben daher einen alternativen Antrag eingebracht. Ihren Gesichtern entnehme ich die Frage, wie ich zu diesem Ergebnis komme. Ich möchte dies Ihnen kurz erklären. Denn normalerweise bemüht sich die Opposition, Versäumnisse der Regierung aufzuzeigen und einen alternativen Umgang damit vorzuschlagen. Ihrem Antrag entnehme ich nicht, dass Sie der Landesregierung Versäumnisse vorhalten, noch dass Sie einen alternativen Umgang mit Problemen zum Handeln der Landesregierung vorschlagen. Sie beschränken sich ausschließlich, soweit es jedenfalls den Zuständigkeitsbereich der Landesregierung betrifft, auf das, was eine Oppositionsfraktion macht, die feststellt, dass die Regierung richtig getan hat. Sie stellt zwei Fragen: Warum nicht mehr des Guten und warum nicht schneller und nicht früher? Insoweit kann ich berechtigt feststellen, dass Sie, meine Damen und Herren, der Landesregierung alles richtig gemacht haben und kann dafür als Beleg dafür das Notfallverhalten der SPD heranziehen. Im Antrag geht es zu Fragen von Corona und der Arbeitswelt. Das sind die Arbeitnehmer, die gegebenenfalls schon seit Monaten kurzarbeiten, die Arbeitnehmer, die im Homeoffice sitzen und jetzt den menschlichen Kontakt mit ihnen verlieren. Und dann sind auch die betroffenen Schüler und Auszubildenden, deren Lernmöglichkeiten sich dramatisch verändert haben. All diese Punkte müssen gesehen werden. Daher sind es wohl auch 19 Punkte bei Ihrem Antrag geworden. Die Lösung ist es allerdings nicht, dass wir alle unbegrenzt Geld an diese ausgeben oder alle Forderungen in Ihrem Antrag, zumindest in Bezug zum Arbeitsrecht und soweit diese auch das Land Hessen betreffen, verwirklichen. Da steht denn nicht alles unbedingt mit Corona in Verbindung, manchmal sogar auch in gar keiner Beziehung. Und ganz im Gegenteil kann man feststellen, dass hierzu jetzt schon die vielen verschiedenen Maßnahmen der Landesregierung sichergestellt haben, dass Hessen sachgerecht auf die Herausforderung Corona reagiert und dass eine Finanzierung der notwendigen Maßnahmen dauerhaft geregelt ist, wenn auch leider zum Teil gegen ihren erbitterten Widerstand. Ich nenne hier nur das Stichwort Sondervermögen, mit dem wir frühzeitig die grundlegende Finanzierung notwendiger Maßnahmen sichergestellt haben. Allein 1,8 Milliarden Euro bis 2023 für den Erhalt der Wirtschaftskraft und der Belebung der Konjunktur. Und lassen Sie mich zu Hessen einiges weiteres sagen. Und Sie werden feststellen müssen, wir sind solidarisch und wollen keine Spaltung. Da sind wir mal einer Meinung. Kommen wir zu den Arbeitslosenzahlen. Jeder hätte vor einem Jahr erwartet, dass die Arbeitslosenzahlen exorbitant steigen. Aber wenn wir die Arbeitslosenzahlen in Hessen vom März 2020 von 4,5% zu im März 2021 mit 5,5% vergleichen, haben wir nur 1% mehr Arbeitslose als zuvor. Natürlich ist auch jeder Arbeitslose einer zu viel. Aber klar ist auch, im Vergleich zu anderen Bundesländern
stehen wir nicht schlechter da. Hessen steht mit 5,5% auf Platz 4 im gesamtdeutschen Vergleich. Und diese positive Betrachtung ist umso berechtigter, wenn wir in andere Teile Europas sehen. Und so kann ich feststellen, dass wir in Hessen in der Situation sind, die nach Corona Zukunft öffnet. Wir sind also, wie Sie gefordert haben, zukunftsfähig. Dann gehen wir zu den Unternehmen. Durch den Hessenfonds werden unzählige kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt. Stille Beteiligungen und Bürgschaften werden gewährt, um die wirtschaftliche Lage von Unternehmern zu stabilisieren. Mit jedem Unternehmen werden natürlich auch jeweils entsprechende Arbeitsplätze gesichert. Und dann gibt es das Programm in Hessen der Mikroliquidität. Kredite ohne banküblichen Sicherheiten werden kleinen Unternehmen und Selbstständigen gewährt. Und das war nochmals wichtig, weil ja die Novemberhilfen nicht rechtzeitig ausgezahlt wurden vom Bund. Und ein nächster Schritt. Die Brückenfinanzierung für Frauen in Höhe von 14 Millionen Euro fördert und unterstützt Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Frauen. Gerade für Alleinerziehende ein sehr wichtiges Instrument. Denn uns ist auch bewusst, dass in dieser Situation von Corona gerade die Frauen an Herausforderungen gegenüberstehen und auch von besonderen Belastungen betroffen sind. Sie sagten, sie wollen keine Generation Corona. Wir auch nicht. Und wir haben konkret etwas getan. Es gibt zum Beispiel den Schutzschirm für Auszubildende. Hier stehen 11 Millionen Euro zur Verfügung. Im Bündnis für Ausbildung arbeitet das Land Hessen mit Industrie- und Handelskammern, den hessischen Handwerkskammern und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zusammen, um Ausbildungsplätze zu erhalten. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Beitrag, damit jeder Ausbildungswillige auch seinen Ausbildungsplatz erhält. Kommen wir zum Thema Arbeitsschutz. Das Land Hessen stellt, um den Arbeitsschutz zu verbessern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Senioreneinrichtungen kostenlose Tests zur Verfügung. Uns ist ganz bewusst, dass sie eine sehr wertvolle Arbeit in einer berufsbedingten besonderen Gefährdungssituation leisten. Und ich betone auch noch einmal, alle diese Maßnahmen sind sinnvoll und in ihrem Umfang auch berechtigt. Aber ich halte es wenig sinnvoll, immer noch mehr zu fordern. Sinn macht es nur, mit konkreten Fragestellungen sich auseinanderzusetzen und dann für die konkreten Probleme konkrete Lösungen zu finden. Aber genau davon ist in Ihrem Antrag nichts zu finden. Eher Allgemeinplätze wie die Feststellung, dass ein gemeinsames und solidarisches Europa auch in der Arbeitswelt zur Bekämpfung der Corona-Krise notwendig ist. So Ihr Punkt 19. Dabei gibt es so vieles, was konkret mit Europa zu tun hat. Zum Beispiel der Europäische Aufbaufonds in der Corona-Krise, zu dem gestern im Bundeskabinett Beschlüsse gefasst worden sind. Da stellt sich doch eher die Frage, was bekommt Hessen von diesem Aufbaufonds? Ihr Antrag beschäftigt sich dann noch mit Themen, die gar nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landespolitik gehören und, wenn wir ehrlich sind, auch nicht wirklich etwas mit Corona zu tun haben. So die Frage der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Das sind Fragen, die schon mehrfach hier im Haus behandelt wurden. Und auch Corona ändert nichts an der Zuständigkeitszuordnung im Grundgesetz. Und hier im Grundgesetz ist geregelt, dass die Zuständigkeit beim Bund liegt. Oder wollten Sie einfach mal darauf hinweisen, dass Minister Heil nun ein Gesetz erarbeitet hat, das er in die Abstimmung in das Bundeskabinett gegeben hat? Er hat dazu. Frau Kollegin Bischold, Sie müssen zum Schluss kommen. Gut, ich könnte noch darauf hinweisen, dass hier nicht die Tarifautonomie gesehen wird, dass wir die Digitalität so wichtig finden, deren Ausbau Sie gefordert haben, dass wir ein eigenes Ministerium haben. Und doch, wir haben ein Ministerium für Digitalität. Aber insgesamt kann ich nur feststellen, Ihr Antrag bescheinigt,
wie am Anfang schon gesagt, der Landesregierung, dass sie eine gute Arbeit geleistet hat. Und insofern kann ich Ihnen nur vorschlagen, stimmen Sie dem Antrag der CDU zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Bischler-Scholz. Ich kann auch jeden Satz unterstreichen, den Sie unserem Kollegen Wolfgang Decke gewidmet haben. Aber er bleibt ja noch ein bisschen bei uns. Er ist ja bis Ende Juni noch hier im Haus. Und wenn wir ihn dann mal verabschieden als Teamchef von der Mannschaft, dann wird das ein Glanzpunkt dieser Plenarsitzung werden. Da bin ich überzeugt davon. Da bin ich überzeugt davon, dass das der Richtige dann hier auch von hier oben macht. Gut, dann machen wir weiter. Wolfgang, halt dich fit so lange. Dann machen wir weiter in der Debatte. Der Kollege Volker Richter hat das Wort, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Solidarisch durch die Krise für faire Arbeit und fairen Lohn, ein Antrag der SPD, wie wir ihn in ähnlicher Form hier schon öfters behandelt haben. Da ist gerade auf den ersten Punkt dieses Antrags bezogen, dass in der Corona-Krise eine Festigung und gleichzeitiger Ausbau des Sozialstaates notwendig sein soll, darauf hinzuweisen, dass die SPD dann auch die Frage beantworten muss, woher das Geld kommen soll, welches hier umverteilt wird. Darauf sind Sie eben nicht eingegangen, Herr Decker. Denn wir stehen vor einem großen Problem, welches schlicht auch mit einer Umverteilung nicht besser wird. Uns brechen immer mehr Nettosteuerzahler weg und damit die Basis unserer Gesellschaft, die im Kern alles bezahlt, was die Politik unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit eben ausgeben möchte. Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass es keinerlei Verteilung geben soll. Damit soll klar ausgesagt werden, dass nicht der Ausbau unseres Sozialstaates, wie es die SPD hier fordert, das Ziel sein kann, sondern vielmehr der Ausbau einer Gesellschaft, die wieder mehr Mut zur Selbstständigkeit hat, die innovativ beginnt, neue Geschäftsfelder zu finden und in der der Mittelstand nicht weiter abgebaut, sondern als Stütze der Gesellschaft gefördert werden muss. Diese Förderung kann sich dergestalt niederschlagen, dass eben viele Widrigkeiten, die Firmengründer haben, beiseite geräumt werden und das Unternehmertum nicht abgestraft wird, indem man gewinnorientiertes Handeln geißelt, sondern ein solches Handeln als bewussten Kern der Gesellschaft wahrnimmt, ohne den ein Unternehmen schlicht nicht überleben kann. Hier ist es gerade der Mittelstand, womit ich die Äußerungen von Herrn Decker im Sozial- und Integrationsausschuss unterstreichen möchte. Hier ist es gerade der Mittelstand, der wesentlich sozialer im Engagement und weniger auf die Gewinnmaximierung auf Kosten von Gesellschaften und Mitarbeitern aus ist als viele Großkonzerne. Dass aktuell gerade viele Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind, steht völlig außer Frage. Und auch hier müssen wir klar die Frage stellen, dass jede Unterstützung für Menschen in unserem Land, von diesen doch dann am Ende selbst bezahlt werden müssen durch Steuern und Abgaben. Also alles, was Sie herausgeben, müssen die Menschen am Ende selbst wieder einzahlen. Und diese Frage müssen Sie beantworten, wie Sie das hinbekommen wollen. Was sich in Ihrem Antrag also durchaus gut anhört, muss somit in der Fragestellung münden, ob wir den Status quo akzeptieren, den wir derzeit mit dem Lockdown in unserem Land immer mehr festigen. Somit darf es natürlich keine verlorene Generation Corona geben. Nur wenn wir aktuell genau hinschauen, dann sieht es leider nach genau dem Gegenteil aus. Und auch hier ist gerade in der Frage der Ausbildung in Lehrberufen klar, dass diese Anstrengungen im Kern dann allerdings von den Unternehmen selbst kommen müssen. Hierfür die Weichen richtig zu stellen, liegt im Interesse von uns allen. Aber leider ist an diesem Punkt auch eine Entwicklung zu beklagen, nämlich dass die Wertschätzung eines Arbeiters in unserer Gesellschaft immer weniger wird und wir hieran alle zusammen mitwirken müssen, damit sich dies verändert. Folgerichtig zu den ersten Punkten Ihres Antrags ist somit die Forderung danach, den Industriedialog als Prinzip einer Industriepolitik des Landes zu unterstützen, damit die Wirtschaft zu stärken und Beschäftigung zu sichern. Da wir ja bei der Begrifflichkeit der Fairness sind, verweise ich an dieser Stelle auf den Innovationspreis des Landes Hessen. Ganz so ideenlos wie hier
dargestellt ist die Politik in unserem Land dann doch nicht immer. Dennoch sind wir mit Ihnen einer Meinung, dass der Dialog mit der Industrie in Hessen noch erheblich ausbaufähig ist. Damit sind wir auch schon bei Ihrer Forderung nach höheren Mindestlöhnen, worüber wir auch schon sehr oft debattiert haben. Und da bleiben wir dabei als AfD, dass am Ende die beste soziale Absicherung eine gute Ausbildung und ein innovativer Arbeitsplatz sind. Wenn wir in Hessen hier an diesem Punkt nicht den Anschluss verlieren wollen, ist es vorrangiges Ziel, moderne und innovative Arbeitsplätze zu schaffen, und dann werden Mindestlöhne sogar obsolet. Eine Erhöhung des Mindestlohnes ist unserer Meinung nach der falsche Ansatz. Und es wäre wirklich besser, wenn Steuern und Abgaben nicht auf dem jetzigen und sehr hohen Niveau in unserem Land verbleiben, sondern sich wieder einem erträglichen Maß annähern. Ab diesem Moment muss die Politik allerdings bessere und auch innovativere Lösungen innerhalb der Sozialpolitik finden als die einfache Lösung der Umverteilung. Schauen wir uns doch an, wie hoch die Steueranteile für Menschen sind, die mobil sein müssen. Im Bereich der Mineralölsteuer schauen wir uns die Gas- und Strompreise an, die ebenfalls durch die Politik der etablierten Parteien massiv nach oben getrieben wurden, und vieles mehr. Da beginnt die unsoziale Politik doch exakt an dem Punkt, wo vieles mehrfach besteuert wird und die Lösung somit darin liegen muss, endlich diese ideologische Politik zu beenden, die gerade die sozial schwachen Menschen am meisten belastet, die sie hier so gerne vorgeben, schützen zu wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und eine wichtige politische Aufgabe. Natürlich ist so ein Antrag eine tolle Sache, wo man das Geld anderer ausgibt und dann den jeweiligen Gruppierungen, die einen wählen sollen, aufzeigt, dass man ja mehr für sie erreichen möchte. Aber das kann nur eine Oppositionspartei locker fordern, weshalb auch die SPD als Regierungspartei dann meist immer anders gehandelt hat. Aber hier korrigiere ich mich ein ganz klein wenig. In Hessen können das auch die Regierungsparteien, indem sie mal eben locker 12 Milliarden als Sondervermögen auflegen, was beileibe nicht allein Covid-19 geschuldet ist. Da kann man der SPD keinen Vorwurf machen, dass sie das abgelehnt haben. Das ist aber längst von den Menschen durchschaut, was ja eben gerade bei denjenigen, die sozial schwächer sind, zu entsprechender Politikverdrossenheit führt. Und hier wird dann oftmals leider sogar von der Politik auf eben diesen Menschen mit den Fingern gezeigt. Man nennt sie oftmals auch die Abgehängten. Hier wird einfach nicht fair und auch nicht ehrlich miteinander umgegangen. Und das betrifft auch soziale Berufe, denn nicht erst seit der Corona-Krise wissen wir alle, welche Belastung Menschen in diesen Berufen ausgesetzt sind und wie wenig unsere Gesellschaft sie wertschätzt und auch die Entlohnung nicht der Leistung angemessen ist, die dort erbracht wird. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren von der SPD, die Möglichkeiten der, ich drücke es vorsichtig aus, Steuervermeidung in unserem Land und gerade auch in der EU, immerhin mindestens 100 Milliarden Euro im Jahr, wurde auch durch die SPD in Regierungsverantwortung nie angetastet. Von Solidarität seitens der SPD kann somit keine Rede sein. Ansonsten hätte man schlicht und einfach alle Hebel in Bewegung gesetzt, hier eine vernünftige Angleichung zu erreichen, sodass auch die Wettbewerbsverzerrungen, die durch diese Politik für unseren Mittelstand entstanden sind, nicht mehr vorhanden wären. Wir erleben hier also bloße Lippenbekenntnisse, würden diesen Punkt aber wahrhaftig gerne auch in der Realität umgesetzt sehen. Das Recht auf mobiles Arbeiten und Homeoffice wiederum, wie Sie es in dem Antrag schreiben, ist realitätsfremd. Das kann wirklich nur zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber selbst ausgehandelt werden. Denn Homeoffice hat nicht nur Vorteile für den Arbeitnehmer, sondern kann sogar sehr schädliche Auswirkungen haben, gerade was die soziale Beteiligung innerhalb eines Unternehmens angeht. Sprechen Sie mit den Menschen, die Homeoffice erst klasse fanden und nun froh sind, wenn sie wieder ihre sozialen Kontakte haben dürfen. Die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Homeoffice mehr möglich wird und die Auswahl damit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gestärkt wird, das macht Sinn, entspricht aber wohl weitestgehend bereits der Arbeitsrealität in vielen Unternehmen. Insgesamt sind die Punkte 14 bis 19 des SPD-Antrags so geprägt, dass die Politik viel zu stark in die Lebenswirklichkeit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern eingreift. Und auch wenn versucht wird, damit Gerechtigkeit herzustellen, so führt das am Ende zu einem solchen Wust an Regulierungen, sodass dies gerade den Mittelstand regelrecht erdrücken wird. Vielmehr muss diese Regulierungswut der Politik sich drastisch verringern und es den Tarifpartnern überlassen werden, hier entsprechende Regelungen branchenspezifisch zu treffen. Im Kern führt dieser Antrag der SPD sogar zu genau dem Gegenteil, was in diesem Antrag gewünscht wird, nämlich die Tarifparteien zu stärken. Sie schwächen eher die Tarifparteien, wenn Sie diesen nicht ihre Gestaltungsspielräume überlassen, sodass sowohl Unternehmer als auch Arbeitnehmer sich organisieren müssen,
um miteinander branchenspezifisch die besten Rahmenbedingungen auszuhandeln. Die Tarifautonomie hat genau diesen Hintergrund und sollte nicht durch zu viel staatliche Regulierung ausgehebelt werden. Der Versuch, soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung zu lösen, dieser Versuch ist gnadenlos gescheitert, da er am Ende zu einer zu großen Belastung jener geführt hat, die mit ihrer eigenen Hände Arbeit für sich und ihre Familie aufkommen wollen. Aus diesem Grund lehnen wir den Antrag der SPD ab. Er ist nicht im Grundsatz falsch, aber die Konzentration auf die wesentlichen Punkte unseres freiheitlichen Lebens, welches aktuell tatsächlich massiv gefährdet ist, sollte derzeit Kern der Politik in Deutschland sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abg. Kaya Kinkel das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir eins in den letzten 14 Monaten gemerkt haben, gelernt haben, dann ist es, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt sehr, sehr unterschiedlich ist und die Betroffenheit sehr verschieden. Die einen sind froh, dass sie sich den langen Pendelweg zum Arbeitsplatz sparen können und im Homeoffice arbeiten können. Und auf der anderen Seite sind es gerade die Menschen, die in ihrem Beruf tagtäglich im Kontakt zu anderen Menschen sind, im Lebensmitteleinzelhandel, in der Pflege, in den ganzen medizinischen Berufen, die sind stärker betroffen. Und genauso wie die medizinischen Auswirkungen einer Corona-Erkrankung die Menschen unterschiedlich trifft, treffen auch die gesellschaftlichen Auswirkungen nicht alle Menschen gleich. Und es ist vielleicht schon so ein bisschen eine Floskel geworden, aber es ist so, dass die Krise wie ein Brennglas für gesellschaftliche Missstände wirkt. Und deshalb muss kluge Politik diesen verschiedenen Herausforderungen auch auf unterschiedliche Art und Weise begegnen. Wenn wir auf die reinen Arbeitslosenzahlen schauen, dann sehen wir, dass die Auswirkungen in Hessen auf den Arbeitsmarkt über dem Durchschnitt der Bundesländer liegen. Aber hinter diesen 5,5% Erwerbssuchenden, meine Kollegin hat sie auch genannt, dahinter stecken ja einzelne Schicksale. Und auf eine Gruppe möchte ich da besonders eingehen, nämlich das sind die Jugendlichen und die jungen Menschen, die eine Ausbildung suchen. Wir haben im letzten Jahr einen Rückgang an ausbildungswilligen Betrieben und an Ausbildungsplätzen festgestellt. Und deshalb war es genau richtig, dass die Landesregierung ein Paket für die Ausbildung geschnürt hat. Wir werden zum Beispiel mit 11 Millionen Euro benachteiligte Jugendliche in Ausbildung helfen. Ganz konkret werden neue Ausbildungsverhältnisse gefördert, es wird die Verbundausbildung unterstützt und Betriebe werden mit Zuschüssen motiviert, trotz dieser schwierigen Lage, in der sie sich befinden, nicht bei der Ausbildung zu sparen. Denn für uns ist es klar, wir müssen alles unternehmen, um die schon viel zitierte Generation Corona zu verhindern, weil wir können es uns schlicht nicht leisten, hier nachzulassen. Die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus treffen die Arbeitswelt hart. Die Gastronomie ist praktisch seit einem halben Jahr geschlossen. Die Kulturbranche hat als erstes die Auswirkungen gespürt. Und aufgrund des Infektionsgeschehens sind wir ja noch nicht so weit, dass wir alle diese Maßnahmen jetzt über Bord werfen können. Und deshalb hat die Landesregierung die Wirtschaft und die Beschäftigten seit Krisenbeginn aktiv unterstützt. Wir waren sehr schnell mit der Umsetzung der Soforthilfen, um da gleich in der ersten Phase des Lockdowns den Unternehmen Unterstützung zu bringen. Wir haben durch das Sondervermögen über 2 Milliarden Euro für Konjunkturimpulse für die hessische Wirtschaft auf den Weg gebracht. Und im September hat Wirtschaftsminister Al-Wazir den neuen Hessenplan vorgestellt, wo drei weitere wichtige Programme umgesetzt werden. Das ist einmal der Hessenfonds, der hilft kleinen und mittleren Unternehmen durch Beteiligung, durch Bürgschaften, diese zu stützen und durch die Krise zu kommen. Und da hängen ja auch wiederum viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dran. Die hessische Mikroliquidität ist ein Erfolgsprogramm,
Das hat eine riesige Nachfrage, sodass jetzt weitere 150 Millionen Euro bereitstehen für unkomplizierte, für schnelle Kredite. Und der dritte Baustein ist die Hessische Notfallkasse, die bundesweit einzigartig ist und die denen hilft, die durchs Raster fallen und für die keines der anderen Hilfsprogramme passt. Auch diese fangen wir auf. In Hessen haben wir uns seit Beginn der Pandemie dafür eingesetzt, dass die Hilfsprogramme des Bundes auch den Soloselbstständigen helfen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und nicht zuletzt durch den Druck auch aus Hessen hat es da endlich Bewegung gegeben. Die Neustarthilfe, die jetzt seit mehreren Monaten zur Verfügung steht, die steht auch den Soloselbstständigen offen. Und dort wurden schon über 10.000 Anträge bewilligt, rund 60 Millionen Euro ausgezahlt. Das alles, das will ich hier auch ganz deutlich sagen, das alles hätte es schon im letzten Jahr gebraucht. Und es ist ein wichtiger Baustein, um gerade den Menschen in der Kultur und der Kreativwirtschaft durch die Krise zu helfen. Mit zahlreichen Schritten wurden auch die Beschäftigten ganz konkret unterstützt. Durch die Übernahme der Kita-Beiträge von 12 Millionen Euro pro Monat werden Beschäftigte mit Kindern entlastet. Die kostenfreien Tests wurden genannt. Und im Bereich Tarifpolitik sind wir auch nicht untätig. Wir haben auch unabhängig von Corona einen Vorschlag vorgelegt, wie das Tariftreue- und Vergabegesetz novelliert werden soll, sodass gerade das Thema Tariftreue zukünftig durch Kontrolle und durch Nachweisinstrumente weiter gestärkt wird. Das alles hilft den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch die Krise. Anfangs sagte ich, dass Missstände in der Gesellschaft sichtbar wurden und werden. Pflegekräfte und medizinisches Personal leisten Enormes in dieser Pandemie. Und deshalb wurde der Pflegepersonalbonus vom Land Hessen noch einmal aufgestockt. Der kam ja vom Bund, sodass insgesamt über 3 Millionen Euro für Pflegekräfte in den hessischen Krankenhäusern bereitstand. Und das zeigt, das ist ein Baustein, wie hoch die Wertschätzung für uns ist. Infektionsschutz ist auch Arbeitsschutz. Und auch Unternehmen sind stärker gefordert, auf den Infektionsschutz zu achten. Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung vom Februar dieses Jahres hat zum Ergebnis, dass 86% der Beschäftigten mit dem Verhalten ihres Arbeitgebers in der Krise zufrieden sind. Das unterscheidet sich je nach Einkommen. Je höher das Einkommen ist, desto höher auch die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass Geringverdiener tendenziell stärker betroffen sind, auch wenn es dort immer noch eine Zustimmung von 78% gibt. Aber das zeigt auch, dass die Mehrheit der Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommt und sich um ihre Beschäftigten kümmert. Und bei dem Rest, die das nicht tun, da müssen wir genau hinschauen, um auch die Arbeitsschutzregelungen, die Abstands- und Hygieneregelungen, die Maskenpflicht auch in den Betrieben umzusetzen. Für uns ist auch wichtig, das jetzt investierte Geld muss gleichzeitig die Krisenrobustheit und die Resilienz in der Arbeitswelt stärken. Und deshalb investieren wir besonders in die Digitalisierung, beispielsweise durch die Förderprogramme Distral, dem DigiCheck, das gerade kleinen Unternehmen offen steht, und auch der Digizuschuss, der gerade Handwerksbetriebe zum Beispiel enorm hilft, um Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen. Weil wir wissen ja, dass der Grad der Digitalisierung auch mitentscheidend ist für den Erfolg von Unternehmen. Wir haben Initiativen für Gründungen und für Start-ups auf den Weg gebracht, damit eben trotz Krise Hessen eine innovative Wirtschaft erhalten bleibt und damit auch neue und zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. Und der schon angesprochene Industrietrialog wurde auch ins Leben gerufen. In dem begleiten wir die Transformationsprozesse nicht nur in der Automobilindustrie, sondern in der gesamten hessischen Industrie, wo notwendige Veränderungen besprochen werden und wo Gewerkschaft, Politik und Wirtschaft an einen Tisch gebracht wird. Und wir nehmen auch eine Krise in den Blick, in der wir schon mittendrin stecken, obwohl sie durch Corona ein Stück weit in den Hintergrund gerückt ist. Und das ist die Klimakrise.
zu sinnvollen und wirkungsvollen Konjunkturprogrammen und zu Investitionen in die Zukunft gehört natürlich auch der Blick auf die CO2-Emissionen und der Blick darauf, wie wir diese reduzieren können. Und deshalb haben wir ein Sonderprogramm für Eigenheime aufgelegt, was die Sanierung von Wohngebäuden mit über 25 Millionen Euro unterstützt. Das stärkt die Handwerksbetriebe vor Ort, das stärkt die Energieberatung und das schafft und erhält die zukunftsfähigen Arbeitsplätze, die wir so dringend brauchen, und senkt eben auch noch den CO2-Ausstoß. Manche Ungerechtigkeiten macht diese Krise schonungslos deutlich, und zu mancher Normalität wollen wir auch gar nicht mehr zurück. Die Wertschätzung der Pflegekräfte zum Beispiel muss bleiben, muss sich vor allem aber auch in langfristigen, dauerhaften finanziellen Verbesserungen zeigen. Und dass Frauen die größere Last dieser Pandemie tragen, das zeigt uns, dass wir noch so viel zu tun haben im Bereich der Gleichberechtigung. Und auf der anderen Seite haben die Möglichkeiten zum Homeoffice ganz neue Perspektiven erschaffen, auch unter anderem große Chancen für die ländlichen Räume eröffnet. Sehr geehrte Damen und Herren, 14 Monate Pandemie sind kräftezehrend für die Beschäftigten, für die Unternehmen, für alle, die im Gesundheitsbereich tätig sind, für uns alle. In Hessen haben wir umfangreiche Hilfen, Unterstützungen und gesetzliche Erleichterungen auf den Weg gebracht, um die Folgen dieser Pandemie so gut wie möglich abzumildern, sowohl die wirtschaftlichen, aber auch die sozialen und die gesellschaftlichen Folgen. Diesen Weg werden wir weitergehen. Und mit der großen Zuversicht, dass wir durch die Impfkampagne und durch die Testungen diese Krise bald im Griff haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kinkel.